und Schnittlauch. Das wöchentliche Symposium mit Alexander Giese und Christoph Habres. Meine lieben Leute, wir sind bei der 89. Ausgabe von Kunst und Schnittlauch. Es freut den Alexander und mich natürlich wahnsinnig, dass wieder so viele Leute gekommen sind. Und wir haben von einem YouTube-Guru vorige Woche ein Seminar verpasst bekommen, der gesagt hat, ihr müsst euch mehr an Strukturen halten. Ja? Ja. Und die erste Struktur ist, weil es geht um Leben und Leben. Es geht um die Lebensfreude. Das heißt, er sagt, das Erste, was man machen muss, auch wenn es um Kunst geht, wieder mal den Drink vorstellen. Mhm. Und wir haben heute einen Drink, den unser Medien-Superstar Kiki in den letzten Wochen, vielleicht sieht das jemand, in der Kurierfreizeit wird sie gefeatured mit ihren Drinks, die sie für Eva und Adam macht. Und sie weint, weil die Fotoqualität immer so schlecht ist. Auf jeden Fall, wir haben heute einen Drink aus ihrem Repertoire. Das ist ein Amaretto Reconstructed. Mhm. Kann man sich vorstellen, was im Namen ist, ist auch drinnen. Plus Bourbon, plus Zitrone und ein bisschen Zucker und geschäkt. Mhm. Großartig, du trinkst nichts. Schmeckt gut. Ja. Also ich verlasse mich da auf deine Expertise. In meinem Glas ist ein Orangensaft mit ein bisschen alkoholfreiem, stimmt das? Wermut? Schmeckt auch gut. Auf die Kiki. Ja, auf die Kiki. Und Kurier-Freizeit-Magazin lesen, dann weiß man Bescheid, was man trinken muss. Nein, vor allem in die Eva- und Adam-Bar gehen. Genau, weil die hat jeden Tag offen, fast jeden Tag. Dienstag bis Samstag, bis spät. Ich bin ja eigentlich ganz froh, dass wir jetzt bei Symposium 89 angekommen sind. 89 hat so eine schöne, beruhigende Wirkung auf mich. Erstens kommt es nach 88, was mich hier ein bisschen irritiert hat. Und das Ungerade ist auch wichtig. Generell die 80er Jahre waren ja... Das ist aber keine Primzahl, oder? 89, doch, ich glaube schon. Auch das noch. Wahnsinn, die höchste Freude von Alexander. Und die 80er Jahre waren einfach meine Zeit. Was hast du 89 gemacht? Da war ich 13. War sicher lässig. Außerdem bin ich heute ganz gut aufgelegt, weil vor ungefähr einer Stunde hat sich der Herr Medvedev gegen den Alexander Zverev durchgesetzt im Semifinale von den Australian Open, nachdem der Alexander Zverev schon 2-0 in Sätzen vorn war. Und der ist mir nicht rasend sympathisch, Herr Zverev. Aber du musst dir sagen, vielleicht hat Alexander Zverev damit auch sein Trauma abgelegt, weil er war ja, wie man weiß, US Open gegen Team, 2 Sätze vor. Auch schon, ja. Und dann 3 Sätze zu verlieren. Ja. Na gut, das ist jetzt genau wieder passiert. Also ich bin happy. Zverev hat wieder verloren, ja. Stimmt, ja. Finale also, Jannik Sinner gegen Andrei Medvedev am Sonntag. Großartig. Also wer mich am Sonntag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr mittags anruft, wird meine Mailbox erreichen, weil da sitze ich vor der Kiste. Mhm. Yes. Aber ich schulde noch eine Flasche Champagner, aber darüber brauchen wir jetzt nicht reden, weil... Ich habe es schon erwähnt, ja. Okay. Also. Gut, Christoph, wir haben letzte Woche nur online miteinander gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, der eine oder andere von euch wird es verfolgt haben. Ich bin froh, dass du gut zurückgekommen bist aus dem Salzkammergut. Also, ich, anderer Planet. Also ich meine, du kommst leichter von Miami nach Wien als von Bad Ischl wieder ganz normal nach Wien. Also, nein, es war eine Reise wert, aber es waren schon 4 Tage, wo ich mir geglaubt habe, ich bin auf einem anderen Planeten, erstmal das. Und es war ein wirklich hoher Faktor zwischen Live-Kabarett, also nicht gewollt, und absolutem Fremdschämen. Also ich weiß nicht, die in Ischl haben, glaube ich, 4 Jahre gehabt oder mehr, dass sie wussten, sie werden irgendwann einmal europäische Kulturhauptstadt werden. Sie haben in Ischl selber, ist das den Leuten sowas von Blunze scheißegal. Ja? Das ist wirklich unwahrscheinlich. Schön formuliert. Ja, ein klassischer Habris. Nein, wirklich, es war so, am Sonntag nach der Eröffnung, nach der großen, man kann diskutieren, wie sie war und was Qualitäten dahinter waren, war halt erstmal, waren 170 Beschwerden beim Ischler Tourismusverband, was das Saal gewesen sein soll. Die meisten haben gesagt, es waren eh keine Ischler dort. Ja?
Das waren alle nur von außen und ich habe gesagt, naja, aber das war ja der Sinn und Zweck, dass die Leute von außen, nein, das brauchen wir nicht und so weiter. Ja. In Ischl selbst, muss man sagen, eine Wahnsinn, das Macbeth und so weiter, es ist auf klein und ischlig, ja? Mhm. Weil ein Kampf um Hotelbetten, die sie eh nicht ausfüllen können, weil in Ischl ist es wirklich so, du machst dort nicht Ferien. Wenn du im Sommer bist, suchst du dir einen See vor deiner Hütte und nicht Ischl und die Trauung. Ja? Mhm. Also das heißt, dort sind meistens natürlich Kurgäste, die sind halt über 60 plus, plus Operettenbesucher, detto auch über 60 plus. Mhm. Niemand bleibt eine Woche wirklich dort, mhm. deswegen sind die Hotelbetten, die jetzt dort zur Verfügung stehen, unterbesetzt, bis auf eine Woche. Und die vergangene Woche ist. Ja. Nicht die vergangene Woche. Ja, die vergangene Woche auch ausgebucht. Nicht des Kaisers Geburtstag oder so. Genau. Um den 18. August, alles voll besetzt, keine Möglichkeit irgendwie kommen ein die Zimmer ganzen zu bekommen. Monarchisten und so. Ja, genau. Und da kommen alle Monarchisten aus der ganzen Welt und laufen mit Kaiserbärten herum. Und das ist natürlich ein bisschen zu dem, was die Elisabeth Schweger geplant hat und zu dem, was also ich will jetzt nicht sagen, es waren teilweise wirklich gute, interessante Sachen zu sehen. Die waren aber meistens halt nicht in Ischl. Ja? Die waren in Bad Gäusern, die waren am Attersee, die waren im Ebensee, die waren teilweise in Gmunden. Aber in Ischl oder in irgendwelchen Bahnhofstationen, die jetzt noch freistehen und bespielt werden mit Ausstellungen. Mhm. Und ich muss auch nochmal hinfahren, weil werden wirklich tolle noch Ausstellungen stehen noch an mit Bill Fontana, Soundprojekt in den Eishöhlen am Dachstein. Die Chiaro Sciotta macht eine große Installation in diesem wahnsinnig argen Stollen in Ebensee von diesem KZ-Außenlager und so weiter und so weiter. Aber Ischl selber, erstmal sind alle Bauprojekte, die es dort gibt, man wollte das Lea Filmtheater, was ein kleines, kuscheliges Theater gewesen wäre, so wie das Metro-Kino, so, wollte man fertig haben. Nichts, es ist saukalt, es ist jetzt das Orchester, also Mechanik da drinnen, wo du das eine halbe Stunde dauert, du hältst es aber nur 10 Minuten aus, weil dann frierst du den Arsch ab. Ist nicht fertig. Das Hotel, was sie bauen wollten, hinter dem großen Kongress-Theaterhaus, ist natürlich nicht fertig, weil sie jahrelang darüber gekämpft haben und da kommt dieses Macbeth-Dings, weil die rote Bürgermeisterin das nicht wollte, die Leute, die drumherum wollen, wollten es nicht, weil es ist das Grand Elisabeth, das ist der ehemalige Parkplatz in Ischl. 300 Stellflächen sind jetzt weg. Alle sagen, Alter, wie sollten dann die Operettenbesucher in die Stadt kommen? Ich sage, naja, Shuttle? Sagt er aber, zu Fuß? Oder sagt er, ja, über 60-Jährige gehen jetzt nicht 20 Minuten zu Fuß. Also, das ist das Niveau, worum es geht. Die Gastronomie, ja, aber das sind ernstzunehmende Also ich glaube, es wird, wenn man sagt, von den Nachwirkungen von Ischl und der europäischen Hauptstadt, in Ischl wird es nicht ankommen. Mhm. Also das ist schon mal jetzt gesagt. Also die Ischler haben eine Sturschädlichkeit, das ist unwahrscheinlich. Also wenn du wunderbar. Ich wollte eigentlich anfragen in Ischl wegen einer Medienpartnerschaft mit Kunst und Schnittlauch. Ich würde gerne mal nicht gar nicht. Im Lea-Theater, wenn es wärmer ist, machen wir eine Kunst und Schnittlauch. Okay. Session im Sommer. Aber nur, wenn du dir einen Kaiserbart machst. Ja, bis dahin habe ich ihn auch. bis dahin bin ich auch 100 Jahre. Na, aber es gab dann auch eben so die lustige Entscheidung, wie wurde es entschieden, warum ist der Stefan Radl nicht mehr Intendant geworden, weil der Stefan Radl, der war ja im Museumsquartier im Dschungel lang, aus dem Waldviertel, da haben sie gedacht, er wird sehr gut mit diesen 23 sonstigen Gemeinden, mit diesen wollen umgehen können. Hat er aber nicht können, weil er das ganze Konzept, das du eingereicht hast, und nachdem musst du dich halten, hat er weggeworfen und hat sein eigenes Projekt gespielt und hat gesagt, das geht nicht, man muss von der EU, wie du denkst. Deswegen wurde er dann eher geschasst. Und außerdem ist er ja nur deswegen irgendwie quasi intronisiert worden, oder sagt man halt, weil er aus Waldviertel kommt, Niederösterreich, und eigentlich hat die Mikl Leitner dafür gesorgt, dass St. Pölten Kunsthauptstadt nach Linz 2009, wie ist das nächste? St. Pölten oder Niederösterreich hat aber nur einen Raiffeisen Fremdenverkehrsvideo als Bewerbung eingeschickt, was er gesagt hat, das können wir jetzt auch nicht nehmen. Ja. Also es ist ungefähr so, wie der H.P. Wiblinger gedacht hat, der wird Albertiner-Chef, nachdem er es zum ersten Mal nicht geworden ist und die ÖVP ihm versprochen hat, der Blümel, er wird es, ist genauso noch einmal, The wrong horse. Ja. Wobei man sagen muss, also St. Pölten kann ich mir jetzt auch nicht, also das ist jetzt auch nicht so durchdrungen von
Leidenschaft für Kunst. Ja, aber von unserer Bölten ist nicht weit nach Amstetten, da hätte man zumindest beim Helmut Zwoer oder im Atelier feiern können. Amstetten als Kulturhauptstadt. Na, auf jeden Fall, ich rate jedem, dorthin zu kommen. Ja. Es gibt genug Plätze in Ischl. Jetzt vor allem wieder Menschen leer. Ja. Weil es war so lustig, es war natürlich, bist du jeder 20 Meter bist du irgendeinem Promi über die Wege gelaufen, weil das war ja das Ischl zur Eröffnungswochenende war halt voll. Natürlich angefangen vom Tom Neuwirth, also Conchita, über den Geuserer, über den Kogler und alles von der Frau Bergmann. Von Werner Kogler? Oder Peter Kogler? Unser Werner, ja. Und alle waren halt dort und die durften, das war jetzt lustig, die durften in Ischl wohnen. Wohingehend, das waren ungefähr 250 Medienvertreter da aus der ganzen Welt, aus Australien, aus China, aus Singapur, bis Spanien, bis Amerika. Mhm. 250. Die mussten aber großteils irgendwo in den Outskirts des Salzkammerguts wohnen. Die wurden dann immer mit Bussen um 10 Uhr in Ischl irgendwo abgeholt. Da gab es halt irgendwie ein Treffen oder irgendwie das Theater. Und die mussten dann um 10 Uhr irgendwo gestellt sein. Dann sind die Busse dann wieder ins Salzkammergut irgendwo hingefahren und haben die irgendwelchen Hotels dort platziert, weil in Ischl war kein Platz mehr. Mhm. Also nur mehr für privilegierte Leute wie ich. Ja? Also weil von Kunst und Schnittlauch entsandt. Weil von Kunst und Schnittlauch haben so einen roten Teppich ausgelegt. Ja. Ja. Auf jeden Fall war das so, dass die halt dann in Ischl selber alles voll war, aber die Gastronomie hat um 10 auch zugemacht. Es musst du dir mal wirklich vorstellen, du weißt, dass da Leute sind, die wahrscheinlich gerne feiern, und ich habe es eh geschrieben in meinem Newsletter, das Einzige, wo dann wirklich nach der Eröffnung der Bär gesteppt hat, war das Pfarrheim, wo sie Techno gespielt haben und Drinks ausgeht bis um 4 Uhr früh. Und da haben wir gedacht, naja, das ist aber schon eigen. Also das ist jetzt so mein kurzer Überblick. Ich sage jedem, bitte hinfahren, ich will auch nochmal hinfahren. Es gibt wahnsinnig tolle Sachen zu erleben von wirklich guten Ausstellungen, von guten Präsentationen, wirklich sehr gut zusammengestellt, aber meistens halt nicht in Ischl, aber es ist wurscht. Nein, das Sudhaus, die Ausstellung war auch sehr gut, die es gibt und so weiter. Also Leerstand ist immer so das Schlagwort. Alles hat Leerstand in Ischl, weil sie wissen nicht, was sie damit machen wollen. Jetzt haben wir aber Ausstellungen rein, saukalt. Mhm. Aber trotzdem hinfahren, Sauna ist trotzdem gut. Na gut, das ist aber ein Grundproblem. Also man kann davon ausgehen, Mitte Jänner ist halt einfach im Salzkammergut gelegentlich auch etwas kühler. Ne? Ja, eh, ja, man kann ja auch Skifahren. Ich meine, das ist der Matthias Dulcini vom Falter, der ist eines Morgens hat er gesagt, ich halte es nicht aus, ist einfach mit seinen Ski auf irgendeinem Berg raufgelaufen. Ja, und dann hat er von oben runtergelacht. Aber natürlich, ich meine, die Landschaft ist faszinierend. Mhm. Aber Ischl und die Ischler. Schwierig. Faszinierend ist das gute Stichwort. Hinter uns, ich habe es vorher gerade im Schweißen meines Angesichts aufgehängt. Wir haben lange darüber diskutiert, ob es jetzt gerade ist oder nicht. Ja. Ein Bild von Robert Zeppelsperl. Venedig ist zu sehen und Venedig spielt ja auch in diesem Jahr wieder eine große Rolle, weil nämlich es ist Biennale Jahr. Und wo ist denn die Leiter dahin, die da gestanden ist? Stimmt, ich wieder verräumt. Schau, warum? Ich wollte die Leiter der Maria mitgeben, weil die braucht Leitern in Venedig, weil sie immer zu Partys über irgendwelche Mauern steigt auf Leitern, wie sie gestern mit diesen. Party crashen? Ja, also, isländische Party, Maria steigt mit Leiter mit. Okay, nein, Venedig ist. Venedig zum einen, zum zweiten Robert Zeppelsperl. Wir werden den präsentieren auf der Spark-Messe. Die findet statt 15. bis 17. März in der Marx-Halle. Und da wird der Robert Zeppelsperl quasi ein wie Phönix aus der Asche. Und wir setzen an zum großen Schlag, zum großen Wurf. Ja, ich meine. Was ich gehört habe in den letzten Wochen, ich habe jetzt viel mit Wiener Galeristinnen und Galeristen konferiert, ob sie mitmachen und so weiter. Die Tendenz war ja vor 2 Wochen noch, tut mir leid, weil Eschenbachgasse wollte keiner und so. Mhm. Und ich habe gesagt, und dann haben viele, also habe ich eher so gesagt, na, wollen wir nicht. Ein paar sind schon dabei. Und man muss sagen, in den letzten 4 Tagen habe ich irgendwie so E-Mails bekommen von namhaften Galerien aus Wien, gesagt, Christoph, zurück, wir machen doch mit. Warum jetzt? Ja, ständig geschenkt. Ja, das willst du jetzt nicht hören, weil du. Nein, don't say it. Nein, weil es einfach eine Wahnsinn, trotz irgendwie mit viel Anstrengung. Schau, die haben alle gehört, dass Gies und Schweiger mitmachen und dann sind natürlich alle dabei. Key Account. Ja. Ja. Gut, aber das ist noch im März, davor sind wir ja noch, reisen wir noch ins Ländle.
Im Februar findet die Stage Bregenz zum ersten Mal statt. Bin ich schon sehr gespannt. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Anmeldungen, die mitfahren wollen. Wirklich? Ja, Maria, Thomas, alright. Thomas. Mhm. Also wir haben unsere eigenen... Machen wir ein eigenes Zugabteil oder so. Kunst und Schnittlauch on Tour. Ja. Gut, das kommt doch gut. Aber jetzt, bevor wir jetzt in die Zukunft schauen, schon noch einmal ein kurzer Rückblick. Also während du... Es war übrigens aber ganz lustig... Noch einen ganz kurzen Rückblick. Ja, noch weiter. Weil abseits davon... Okay, da klimpert's. Abseits davon haben wir gedacht, ich bringe trotzdem was mit, was ich ja super finde. War das Goodie Bag von für die Journalisten? Ich habe das selber zusammengestellt. Okay. Aber erstmal muss mir jemand klären, was Gegen statt Szene irgendwie bedeutet. Wer das beantworten kann, hat schon gewonnen. Nein. Also, aber auf jeden Fall ist es ein nettes Goodie Bag. Gegen statt Szene. Also, und es gibt da drin. Ich möchte, ich wäre gerne dabei gewesen bei dem Meeting in der Werbeagentur, wo sie überlegt haben, was sie da drauf schreiben. Ja. Machen wir Gegen statt Szene. Cool. Also, es gibt was vom Zauner, es gibt natürlich einen Gustav Mahler Becher, Kaffeebecher, aber es gibt auch verschiedene Biersorten aus der Gegend. Es gibt einen eigenen Kaffee und ein Steiermark-Herz. Was? Und es gibt wieder mal die Schadnerbombe. Also ein kulinarisches Teil hier, ich habe das alles zusammengestellt, also auch Großteils. Und das ist überhaupt das Beste. Das habe ich lang gesucht, das ist eine ganze Überraschung. Aber jetzt brauchen natürlich für Szene statt, Gegend statt Szene, gibt es eine Frage. Ja? Jetzt musst du kurz auf die Uhr schauen, weil ich die Frage, also ihr müsst nicht auf die Uhr, er muss schauen. Ich zähle einfach laut. Ja? Ich gebe euch 10 Sekunden, die Frage zu beantworten, weil sonst kann jeder googeln und so nachschauen. Ja. Ischl, ja? Kurstadt. Ab welchem Jahr darf sich Ischl Bad Ischl nennen? Ich weiß es. 1906. Ja. Das erinnert mich sehr an eine, ich muss die Anekdote erzählen. Meine Kinder mögen es mir verzeihen. Ich habe kurz vor der Einschulung sowohl mit meinem Sohn als auch mit meiner Tochter so ein kleines eine mathematische Frage gestellt und ich habe sie beide gefragt in einem selben Setting, ich sage jetzt nicht, welches Setting das war, ist ein bisschen privat, wie viel denn 4 und 3 ist. Nicht? Und mein Sohn hat sich sehr konzentriert an diese Aufgabe herangemacht, hat sich umgedreht, hat gedreht, hat Finger gedreht und hat mir dann also nach ungefähr 55 Sekunden stolz das Ergebnis präsentiert, 7. Und ich habe gesagt, toll, gratuliere. Er hat sich wahnsinnig gefreut. Und also 1,5 Jahre später, meine Tochter im selben Alter, habe sie mit derselben Frage konfrontiert und wie hast du Pistole geschossen, hat sie 5 gesagt. Ich so, 6, so, 7. Also sie hatte nach 4 Sekunden, hat sie dann 7 gesagt, es war ihr vollkommen egal, diese 2 Fehler zu machen und war auch super happy. Nicht? Also so unterschiedlich. Warst du happy? So unterschiedlich und ich sage jetzt mal, die Aglaia ist heute unsere Ella. Ja, also ich glaube, ein bisschen was soll sie mit Bernd, weil der Bernd hat mal 7 und dann ganz leise auch noch 6 gesagt, soweit ich mich erinnern kann. Vielleicht trittst du dem Bernd ein bisschen was ab. Gibst ihm den Lebkuchen ab oder so. Das Gustav Mahler Heferl. Es gibt auch eine Seife und alles Mögliche und Kaffee und alles. Man kann es teilen, es ist so viel und so schwer, dass es 2 Sackerl bringt oder Gegend statt Szene. Also herzliche Gratulation. Man muss jetzt aber sagen, für nächste Woche haben wir dann auch was Schönes, weil ich habe gehört, gestern hat sich im Belvedere 21 Magisches zugetragen. Es gab eine Führung durch die Maria. Es gibt gab eine Führung von der Maria Nuitsch, die hier in der ersten Reihe sitzt. Und es war, also wirklich, ich habe schon viele Führungen mitgemacht und jeder, der nicht konnte, inklusive lieber Axi und Oliver, hat es auch versäumt, war angemeldet. Ihr habt das Beste versäumt, was man jemals bei Kunst und Schnittlauch hätte versäumen können. Aber, weil die hat es so lebendig gemacht, wir sind jetzt alle Renate Bertelmann Spezialistinnen und wir sind mit heftigster Zärtlichkeit dir zugetan. Mhm. Nicht nur der Maria, auch der Renate. Mhm. Ab nächste Woche verlosen wir diesen Katalog, der auch noch
handsigniert ist. Von der Renate oder von der Maria? Na, von mir. Nein, von der Renate Bertelmann natürlich. Mhm. Also wir haben Zeit bis nächste Woche, uns eine Frage zu überlegen. Ich habe eh schon die Frage. Ja, okay. Also nächste Woche unbedingt wiederkommen. Das ist natürlich der Cliffhanger par excellence. So, ich jetzt aber trotzdem noch kurz zu meiner Woche. Du warst ja auch wo. Ich war auch wo. Und ich meine, du hast ja natürlich angemerkt in deinem Newsletter, wie der Herbert und ich da in Hamburg angekommen sind am Flughafen, waren wir schon ein bisschen zerstört, weil Abflug 7:15 Uhr, das ist für so also einen älteren und einen sehr alten Menschen natürlich schon, schon eine ziemliche Herausforderung. Aber, also Herbert, sorry, nichts für ungut. Und da sind wir dann also beseelt und voller Freude in die zur Kunsthalle gefahren mit einem Taxi und waren dann zu früh dort, haben noch ein bisschen gewartet, sehr streng, eine wunderschöne Schlange, muss man jetzt ehrlich sagen, also in Deutschland, da herrscht doch, da gibt es so eine Disziplin, ja? Wenn sich da Menschen anstellen vom Museum, ja, da wird also in Reihe und Ordnung, also fand ich wirklich bemerkenswert, das würde bei uns und so... Und die Wiener so vor. Das, bei uns würde das so trichterförmig, der Herbert hat auch gesagt, so, nein, da gehen wir davor. Nein, alle, das alle, kenne ich vom Herbert, kannst du noch erinnern, wir wollten mal auf die Parallelmesse gehen und der Herbert hat gesagt, nein. Also wir haben gewartet und dann haben wir uns die Friedrich-Ausstellung angeschaut. Ich muss sagen, eine schöne Ausstellung. Durchaus auch, es gibt nämlich also Part 1, Part 2, Part 3, was ich irgendwie nicht wirklich verstanden habe. Und diese also vor allem den Part 2 und 3 ist Versuche, irgendwie das in einen zeitgenössischen Kontext zu stellen. Aber das ist geografisch, also räumlich getrennt von der Hauptausstellung und deswegen funktioniert es auch nicht wirklich. Dieser erste Teil... interessanterweise auch im neuen Gebäudeteil der Kunsthalle, nicht im alten, nicht im historischen. Und das lebt natürlich von den Kreidefelsen der Rügen und der Wanderer über dem Nebelmeer und das Eismeer natürlich. Aber es ist ein bisschen kleinteilig, kleine Räume, viele Papierarbeiten. Es hat sich dann noch gefüllt, es waren zu viele Menschen, um es wirklich anzuschauen. Idiotischerweise auch das Eis... Ihr habt doch vorgedrängt, oder was? Nein, nein, wir sind rein und dann haben wir aber nicht gleich begonnen, sondern sind rückwärts gegangen. Deswegen haben wir ein bisschen Zeit gehabt. Aber zum Beispiel das Eismeer ist in einem Kabinett, wo man einfach auch seitlich nicht ausweichen kann. Das heißt, man hat immer, wenn da 10 Leute stehen, ist das schon überfüllt. Also... Ein paar Entscheidungen habe ich nicht ganz nach. Du kommst doch nicht raus, oder wie? Ja, es ist irgendwie nicht angenehm. Also, aber natürlich der Mönch am Meer. Ein paar Bilder, da legst du die Ohren an, wunderbar. Und, aber jetzt im Vergleich zum Turner muss ich sagen, ich bin Team Turner. Aber die Leute waren begeistert. Und es ist natürlich ein großer Name, muss ich schon sagen. Ich habe auch das Buch fast fertig gelesen. Und... Also wer jetzt dann nachdem du die Ausstellung gesehen hast, liest es dann noch fertig oder denkst du, nein, ich fange mit Turner an? Nein, ist gut. Was mich dann wirklich begeistert hat, war im Anschluss immer in die Deichtorhallen und dort ist eine Ausstellung Otto Dix und die Gegenwart. Und wirklich, da war ich wirklich hin und weg. Also das Werk von Otto Dix, von Anfangsbildern bis späten Bildern also akzentuiert und ergänzt durch Bilder also und Werke von Ron Mueck, Marina Abramovic, Anselm Kiefer, also von bis, auch viele Sachen, die ich nicht kannte, aber wirklich schlau, schön kuratiert, mit Anspruch. Und die Frau Dr. Ina Jessen, die das kuratiert hat, die auch über Dix promoviert hat, die steht ganz oben auf meiner Anrufliste. Ich habe sie noch nicht erreicht. Ich habe ja auf Instagram eine Nachricht geschickt. Also vielleicht ist sie Kunst- und Schnittlauch-Fan. Also liebe Frau Dr. Nein, Jessen. Ich würde eher auf die Herbert-Schiene. Kunst- und Krempel-Fan. Ja. Ist sie sicher. Mal schauen. Bin der Herbert Giese. Aber mit der würde ich gerne über diese Ausstellung sprechen. Vielleicht einen Podcast machen. Aber ja, das ist eine schöne Ausstellung. Ich weiß es nicht. Aber sie geht seit September, also wahrscheinlich bis Frühsommer, schätze ich. Und Deichtorhallen ist einfach auch eine coole Location, kann man schon mal hin. Das ist super. Ja. Ja, das war mein Hamburg. Dann waren wir noch im Bucerius Museum, das Bucerius Art Forum heißt, was ich ein bisschen doof finde.
Aber der Herr Buzeres hat, glaube ich, die Zeit gegründet und ist so ein Verleger. Kunst und Schnittloch findet es nicht doof. Kunst und Schnittloch ist seriös. Und dort findet eine Ausstellung statt, Geniale Frauen, wo ein bisschen das also thematisiert wird, in Werkstätten arbeitende Töchter oder Schwestern von berühmteren Malern. Da kann ich immer nur eins sagen, geniale Frauen, du hast es gestern versäumt, Renate Bertelmann. Wieso aber nach Hamburg fahren, wenn das Gute so nah ist? Wenn das am Südbahnhof liegt, ja. Oder am Hauptbahnhof. Aber diese Woche hat ja ein Thema die österreichischen und auch internationalen Medien bestimmt. Das geht um die Frau Lisa. Mhm. Ich war ja gestern dort. War gestern sonst noch jemand dort? In der Bankgasse? Naja, ja, du, klar, du hast es hingekarrt. ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, oder? Also groß ist es einfach so, nach mehr als 100 Jahren hat man ein Klimt-Bild, das noch nicht fertig ist, wiederentdeckt, das von der Familie Lisa, einer industriellen Familie in Wien, in Auftrag gegeben wurde. Man weiß jetzt nicht von wem genau, man weiß nur, dass es an die Argentinierstraße 20 im 4. Bezirk geliefert wurde. All die ganze Familie sehr, sehr kunstaffin und so weiter. Und das wurde jetzt entdeckt in einer Familie, die das seit den 50er Jahren im Besitz hatte und immer wieder weiter vererbt hat. Mhm. Und das Spannende ist, dass keiner von denen, die das dort im Salon oder wie sind, wusste, dass es ein Klimt ist. Nicht wirklich. Ja, das hat mir gestern der Michi Kovacek gesagt. Ja. Niederösterreich, okay. Und also es wusste keiner, bis es jetzt in die letzten Station gegangen und dachte, jetzt, was ist das jetzt ein IKEA-Plakat oder was? Nicht oder? Wirklich. Ja. Ja, wusste niemand, bis halt die letzte Erbin oder Erbe, die das jetzt übernommen hat, gesagt, jetzt schauen wir wirklich mal nach. Ja. Und sie haben halt dann jemanden geholt, den dürften halt kämen vom Kinski und die haben das angeschaut. Und das Interessante ist, das Bild ist ja gesehen worden, weil es auf Schwarz-Weiß schon mal fotografiert wurde. Ja, im Werkverzeichnis. Also. Genau, im Werkverzeichnis war es, aber niemand hat es wirklich in Farbe gesehen, weil das Ganze, die Familie es gehört, ist teilweise natürlich als jüdische Familie umgebracht worden, vertrieben worden und so weiter. Und jetzt ist es wieder aufgetaucht. Mhm. Ist nicht signiert, ist nicht fertig, was es aber wieder schön macht, weil du siehst kleine Zeichenansätze im Hintergrund, aber ich finde eigentlich von der Wie das Gesicht gemalt wurde und so, ist ein wirklich schönes Bild. Mhm, schön. Und jetzt wird es versteigert. Ja. Am 24.04. im Kinski und man nehmen jetzt schon, also die ersten Gebote werden angenommen. Wir machen das Gleiche natürlich hier. Die liebe Doris hat jetzt Zettel hier, wie wir es schon einmal gemacht haben. Bitte euren Tipp aufschreiben, um wie viel, also Schätzung ist 30 bis 50 Millionen. Und wie viel der Hammerschlag dann sein wird. Und da hinten steht dann so ein Körbchen, da könnt ihr es reinwerfen. Bitte Namen nicht vergessen. Es wird dann natürlich, was? Auf der vorne. Und es wird natürlich der Gewinner. Ja, ihr müsst ja nicht alle weglaufen danach. Also ihr habt ja danach noch Zeit. Ja. Wie viel wurde der letzte große 100, also die Wasserschlange? 183 Millionen oder sowas. Ich glaube, um die 90 Millionen. Also ich habe schon mit Alexander gesprochen, wir steigern das und verkaufen es dann Rüberläufer um dreimal so viel. Oder? So ist es. Wir haben ja beste Beziehungen zum Kovacek. Ja. Michi, du mach uns einen guten Preis. Machen wir. Ja. Wir mischen mit. Also bitte die Zettel dann in die Box. In die andere Box übrigens, das ist unsere. Nein, nur der Hammerpreis, nicht die Gebühren. Weil da sind so nicht klar, wie viel Gebühren. Wie, weil es noch nicht klar, wie viel Gebühren? Also wollte man nicht sagen. Okay. Also ist ja die Frage, warum im Kinski, wie weit haben es die Hosen runtergelassen oder nicht. Normalerweise wären es zwischen 17% und 20% in dieser Größenordnung. Ja. Also quasi 6 Millionen, wenn es bei 30 sind. Was eine gute Pension für Pleuel und Kovacek. Gratuliere. Nein, man muss auch sagen, das ist natürlich eine Leistung. Und, ich muss auch sagen, wirklich, also Hut ab. Eineinhalb Jahre lang haben die daran gearbeitet. Mhm. Die Erben von der Familie Lisa, die jetzt über die ganze Welt verstreut sind, ausfindig zu machen, die Verhandlungen zu führen, dass es diesen Washington-Abkommen, dass es einen Vergleich gibt, wobei man sagen muss, niemand
Weder die Familie, die es jetzt im Besitz hatte, noch die Familie, Nachfolger der Familie Lise, hätte jemals damit gerechnet, dass es nochmal auftaucht. Ja. Also in der Beziehung dürften die Verhandlungen leichter sein, aber ich glaube auch deswegen ist es wahrscheinlich jetzt Österreich dann leichter, weil in Amerika wäre es unter Umständen trotzdem noch rechtsunsicher. Nee, weil natürlich die Frage steht, warum Sotheby's Christie's haben jetzt die Klimts angefangen, das Landhaus am Attersee, das ist auch bei 30 Millionen gewesen, die haben das versteigert und bis zu 120 Private Sales und so weiter, also geht es weit rauf. Ich weiß nicht, ob das Display im Kinski überhaupt die so viele Nullen hat. Aber ich finde es spannend, 24.04. Nein, es ist, ich muss sagen, es ist schon, also für Wien, Österreich als Markt, ist das schon eine super Sache. Da wird sich sicherlich für einen kurzen Moment die Weltöffentlichkeit in Sachen Kunst also auf Wien fokussieren. Nein, muss gar nicht. Das reißt ja und ich glaube, der Andi Gatter will jetzt viel unterwegs sein. Ich begleite die Frau Lisa, weil es reist ja mit der LGT Bank in die Filialen, also man sagt auf jeden Fall London und Genf und Zürich und Hongkong, überall wo sie halt da irgendwo so ihre Dings haben, wird das Bild in Museumsqualität, was auch immer das heißen mag. Na gut, man muss sagen, also was unterm Strich überbleibt, wenn es wirklich gut und teuer ist, dann auf jeden Fall mit der Kunsttrans. Ja. Oder wollen Sie es etwa selber tragen? Ja, klar. Ja, das heißt, vom Gewinn sind schon mal 30% an die Kunst. Und davon 15% an uns, weil wir so schön Werbung machen. Ja. Gut, eine kurze Sache möchte ich noch sagen, die mich irgendwie sehr fröhlich gestimmt hat letzten Sonntag. Florence und ich waren eingeladen im 18. Bezirk bei der Angela Zach-Buchmeier und dem Alexander Zach. Die machen, also heißt By Invitation, die haben den Andreas Greiner bei sich zu Besuch gehabt, der jetzt aktuell bei der Lisa Kandelhofer eine Ausstellung macht, ein Berliner Künstler. Und die Angela Zach-Buchmeier macht den Kahan Art Space im 2. Bezirk. Ah, okay. Und dort hat der Andreas vor 2 Jahren schon einmal ausgestellt und so hat sich dann daraus diese Ausstellung auch bei der Lisa Kandelhofer ergeben. Und das war wirklich schön. Ich habe mich irgendwie, haben mir gedacht, das ist auch so ähnlich wie bei uns, lauter nette Menschen, so ungezwungen, beisammen sein. So, das heißt, wir haben eine Konkurrenz im 18. Ja. Bezirk? Ah, machen wir nieder. Naja, wir sind, nein, weil es ja gut, der 18. Bezirk, ich meine, da pumpt es halt, weil im Clubhaus. Sicher, wir müssen jetzt nur den, wie heißt der den Galerienrundgang macht? Vergessen. Den Galerienrundgang. Ja, aber sie im 1. Bezirk jedes Mal. Die Gallery. Rundgang. Der Walk. Fink, der Herr Fink. Wahrscheinlich der Fink, ja. mit den netten Haaren. Ja. Also 18. Bezirk, können wir den Herrn Fink schon mal dran setzen. Genau. Gallery Walk. Nein, das war sehr schön und ich freue mich schon dort wieder hinzukommen, weil das ist irgendwie nett. Kommst du wieder hin? Na, ich habe mich gut benommen. Ich habe extra die Florence auch? Die Florence hat sich gut benommen. Du warst ja noch in Ischl, deswegen hätte ich dich auch mitgenommen, aber es wäre die Gefahr gestellt, dass wir nie mehr eingeladen werden. Ich meine, du bist viel zu nett. Wir müssen die Konkurrenz sofort bekämpfen, so lange es nicht. Warte. Zwei Dinge noch. Ja. Erstens, apropos gehen. Rundgang diesmal an der Angewandten das Wochenende. Letztes Jahr war es ja, wie du leidvoll bemerken musstest, an der Akademie. Nein, das war Wahnsinn. Also ich meine, ich habe es ja online schon gesagt, aber ich habe mich selten so alt gefühlt wie am letzten Donnerstag in der Akademie. Echt. Also auch so deplatziert. Ich meine, ich habe mir extra noch so irgendwie, ich habe mir gedacht, so, okay, ziehst du Turnschuhe an. Aber ich meine, Turnschuhe ist, tot, also da kommst, also das wirklich, also ja, wie gesagt, aber ich habe es eh letzte Woche schon gesagt, kann man nachher, aber ich bin da draußen und habe mir gedacht, so, pfau, wo ist der Rollator? Ja. Also gestern, also bei der Renate Bertelmann hätte ich so geile Rollatoren gesehen. Ja. Und na gut, Maria, vielleicht gehst du mit mir noch einmal ganz. Es wird aber teuer. Das wird teuer. Ja. Und das Zweite ist? Ja. Noch eine Frage. Ich plane wieder einen Galerienrundgang. Diesmal gehen wir auf Samstag wieder, weil wir haben gemerkt, dass unter der Woche ist es doch ein bisschen schwieriger. Und ich hätte 2 Samstage jetzt anzubieten. Mhm. Das ist jetzt 3. oder 10. Was? Februar. Februar. Boah, da haben wir doch eine Geburtstagsfahrt-Party bei der Agnes. Ja, aber so lange geht es ja nicht. Ach so, ja.
Hallo. Und vor allem ist das nach unserer Opernballsause. Na, aber jetzt eröffnen gerade neue Ausstellungen und das müssen wir machen. Ich meine, ich schleppe ja auch gerne. Na dann 10. Ich bin für 10. Ja. Machen wir das. Gut. 10. und 10. Doris, ja. Nein, 10. Da ist 10. Nein, das passt schon. Ja, aber wir machen es ja nicht. Wir tun vorglühen. Eine was? Eine Motorbahn. Ja. Da muss man sich vorbereiten. Ja. Nee, wir gehen einfach schon verkleidet zum Galerienrundgang. Sicher, wir gehen zur Grinzinger und sie sagt, cool. Gut. Und? Ja, ich habe da noch was ganz Wichtiges zu tun. Genau, ich auch. Ja. Wir reden vom selben. Ja, so, wir haben hier nämlich noch etwas stehen. Weil es ist, wir haben den angenehmen, das große Glück, dass vor Weihnachten haben wir schöne Grüße geschickt nach Zürich. Zu Fabienne und Till. Und Fabienne und Till sind heute da. Hallo. Und wir möchten die Gelegenheit gerne nützen und Fabienne und Till ein Schnittloch anstecken. Es geht ins Ehevermögen. Und vielleicht könnt ihr kurz herkommen. Ja, die Florence hat sich sehr bemüht, aber es ist irgendwie nur einer. Es sind eigentlich zwei fertig geworden, aber den hast du da. Nein, ich wäre... Ihr teilt sich nein, ihr kriegt natürlich einen zweiten, aber... ich habe eh einen. Von der Florence handgefertigt. Einmal, zweimal. Muss ich irgendwo, also du hast da so ein grünes Zeug sein. Soll ich dir... Tust du selber... Also, ja, du musst nur einfach aufpassen, hier so... Den hier. Genau. So. Also ein bisschen muss man aufpassen, aber danke für die... Bitte für viel Werbung machen. In Zürich, weil wir kommen sicher mal nach Zürich, oder? Ja, wir wollen auf jeden Fall Zürich Division. Stage ist nicht, also Bregenz ist nicht das letzte, nicht mit der Final Frontier. Go West. Also. danke. Und ich würde sagen, wir lassen es gut sein. Wir halten uns wie immer akkurat an den Zeitplan. Auch das hat uns unser YouTube-Mentor, der Florian, gesagt, immer schön pünktlich und am besten in Englisch, so next time we will do it in English. Nein, das machen wir natürlich nicht. Nein, wir noch mal kurz zu wiederholen. Wir haben nächste Woche sind wir wieder in der Akademie. Mhm. Am 8. gehst du am Opernball. Ja. Ich nehme die Crowd mit und demonstriere gegen dich. Super. Vor dem Opernball. Ich wink raus. So, eat the rich, ja. So. Kann ich endlich mal so mein richtiges Gesicht zeigen? So wie hat die Maria Antoinette gesagt, so dass sollen sie doch Kuchen essen? Ja. Und nachdem du mit einem, der an der Quelle sitzt, dorthin gehst, bringst du uns den Kuchen. Ja. Ich werde die Krapfen runterwerfen. Ja. Aber du musst auf jeden Fall, weißt du, alles tragen, was Kunst und Schnittlauch. So, auf jeden Fall. Ja, und irgendwie aus der Loge das Plakat runterhalten. Ja. Ja. Ich war jetzt die Woche Ausbauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in dieses Gewand gestellt und habe mich im Spiegel angeschaut. Gestellt wurdest du reingehoben. Ja. Und das letzte Mal, dass ich mich so gefühlt habe, war, glaube ich, im Alter von 9, wie ich zu einer Faschingsparty gegangen bin. So verkleidet habe ich mich. Was bist du dann gegangen? Ja. Und ich habe mich... Al Capone. Nein, und ich habe mir... Also, aber der Typ hat gesagt... Es genau so gehört das. Und ich habe gedacht, so, wow, wenn das genau so gehört, dann ist gut, dass ich mir das ausgeborgt habe und nicht gekauft, weil genau einmal in meinem Leben. Super. Karl André ist gestorben. Der Bildhauer? Mhm. Ist der nicht, der hat doch gelebt? Echt? Nein. Ja. Ist er jetzt gestorben? Vor ein paar Tagen. Okay. Was mich erinnert an einen super Ausflug nach Münster, dort findet er die Architektur, Skulptur, Dezeniale, also alle 10 Jahre statt. Und dort ist auf dieser Insel, bei den Gewässern, stehen da so diese Großskulpturen, unter anderem auch ein Karl André und 1 Million Hasen, Kaninchen, die da drum hoppeln. Also ich werde dem Karl André eines nicht verzeihen, dass er, muss man auch wirklich sagen, auch wenn es ein tragisches Thema ist, dass er 1988 zumindest in der Nähe war, wie Anna Mendieta gestorben ist. Die ist aus dem Fenster gefahren und Anna Mendieta ist eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen, weil die ist so ein starkes Oeuvre. Also wenn man
wenn man gerade wieder mal in Miami ist, das ist jedes Mal, wenn ich sie sehe und ihre Arbeiten sehe, ihre Videos, in der Natur, ihre Installationen, das ist unwahrscheinlich. Mhm. Und ja, sie war halt mit Karl-André verheiratet und ist aus dem 24. Stock gefallen und er hat auch eine Mordanklage gehabt. Also mit Karl-André verbinde ich abseits von deinen Holzskulpturen immer Scheiße, dass Anna Mendieta nicht länger gelebt hat, weil es ist einer der, wo es wirklich, wenn ich ihre Arbeiten sehe, da geht es mir echt so, eine der ergreifendsten Künstlerinnen, die es in der Zeit gegeben hat. Und das, deswegen macht mir Karl-André ein bisschen immer so, ja. Aber er ist halt auch tot. Bist du auch ein bisschen froh, wenn er das jetzt... Ja. Ein Thema ist für dich erledigt. Genau, ich muss... gut. Ich muss nicht mehr... Wir lassen es gut sein. Christoph, ich danke dir. Lieber Axi, es war wieder ein Fest. Wir quatschen jetzt noch nach ein bisschen Ischl weiter. Fahren, ja? Also ja, wir quatschen noch ein bisschen weiter, die Zettel ausfüllen. Hinten steht wie immer unsere Spendenbox für die We and Me Foundation. Also wer ein bisschen Kleingeld im Hosensack hat, da hineinschmeißen. Auch Großgeld natürlich. Und ich freue mich jetzt auf die Folgegespräche. Danke. Okay.